wollen reden über New Work, neues Arbeiten. Ich beginne mal mit einer Prognose, Herr Minister. Ich weiß, Prognosen sind immer schwierig, aber wie glauben Sie, werden wir in 10, 15 Jahren arbeiten? Gute Nachricht ist, es wird uns, wenn wir über Erwerbsarbeit reden, auch die Erwerbsarbeit nicht ausgehen. Es gibt aber auch noch Familienarbeit und es gibt auch ehrenamtliche Arbeit. Die anstrengende Nachricht wird ganz andere Arbeit sein. Das Spannende ist nicht, was ist in 10 Jahren, sondern was passiert in diesen 10 Jahren, in dieser Transformation. Es werden Arbeitsplätze verschwinden. Wir haben so eine Prognose bis 2025, so ein Fachkräftemonitoring, 1,3 Millionen. Und gleichzeitig werden wahrscheinlich 2,1 Millionen neue entstehen. Und die spannende Frage ist, was muss man jetzt tun, damit die Menschen von heute die Arbeit von morgen machen können? Frau Müller, Sie sind Geschäftsführerin der Plattform Kununu. Vor der Frage erklären Sie kurz, was machen Sie beruflich, was ist Kununu? Kununu ist die größte Arbeitgeberbewertungsplattform in Europa. Was mache ich jeden Tag? Ich sorge dafür, dass die passenden Arbeitgeber und die passenden Mitarbeiter zueinander finden. Wie viele Leute sind so auf der Plattform? Wir haben so 5 Millionen Visits jeden Monat bei uns. Was denken die 5 Millionen Leute? Wie wollen die arbeiten? Das große Thema, das wir sehen, ist Flexibilisierung. Also wenn man mal schaut, bei uns kann man ja auch wirklich nach Arbeitgebern filtern. Die Hälfte aller Arbeitgeber fliegt raus, weil sie keine flexiblen Arbeitszeiten anbieten. Also das suchen bei uns wirklich 50% der Leute auf der Plattform. Ein Drittel möchte Homeoffice machen und 28% möchte dann auch noch seinen Hund mit zur Arbeit bringen. Das heißt, Nummer drei ist Hund. Kinderbetreuung, ist das auch ein Thema bei Ihnen auf der Plattform? Danach suchen genau 5,7%. Also ist, glaube ich, von unseren 19 Filterkriterien irgendwie bei Nummer 15. Nummer 3 Hund, Nummer 15 Kinder. Herr Minister. Ich versuche vieles zu verstehen, aber nicht alles. Das gebe ich zu. Ja, wir müssen mal unterscheiden sozusagen, was verändert sich an Arbeit und was verändert sich an Erwartungen an Arbeit. Das ist nicht dasselbe. Und wenn wir über Flexibilität reden, gibt es ja unterschiedliche Ansprüche von Flexibilität. Ansprüche von Unternehmen an Beschäftigte und Ansprüche von Beschäftigte an Unternehmen. Und offensichtlich ist es so, gerade die viel zitierte Generation Y, also die jüngeren Leute, hat offensichtlich, das wissen wir auch aus einer Reihe von Erhebungen, auch von übrigens Arbeitgebern, die ja in vielen Bereichen händeringend Fachkräfte suchen, andere Einstellung. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass die meisten Leute nach irgendeiner Form von Ausbildung erstmal so richtig loskeulen wollen, also Vollzeit arbeiten. Dann kommen Kinder oder ein Hund und dann will man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten. Dann kommen die Kinder in die Pubertät, dann will man wahrscheinlich wieder Vollzeit arbeiten. Im Erwerbsverlauf müssen wir davon ausgehen, dass die Leute in sehr unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Ansprüche an ihre Arbeitszeiten haben. Konkret wollen wir mithelfen, dass zum Beispiel mobiles Arbeiten mehr möglich ist in Zukunft. Also wir wissen nur vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise, dass ungefähr 15% heute schon mobil arbeiten und möglich werden 40%. Und das wollen wir erleichtern. Das geht natürlich nicht auch in den nächsten Jahren in der Bäckerei, um mal einen klassischen Beruf zu nehmen, wird es auch wahrscheinlich nicht so schnell so gehen, dass die Brötchen zu Hause gebacken werden. Da kann man nicht Homeoffice machen. Das Schöne ist ja, dass wir aber sehen, die Arbeitgeber müssen sich ja auch immer mehr dem anpassen, was denn eigentlich ihre Mitarbeiter erwarten. Was sind die Arbeitgeber? Schaffen die das? Also Stand heute nein, weil was ist, ich habe ja gerade gesagt, wonach suchen die Mitarbeiter und was ist der top angebotene Benefit, wenn man sich mal die 300.000 Unternehmen anschaut, die wir auf der Plattform haben. Das ist ein Parkplatz. Also das ist nicht flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice oder der Hund, also heute noch nicht. Warum tun die das? Ich meine, Sie haben ja auch Kontakt zu den Arbeitgebern. Also warum weigern die sich den Realitäten, wenn Dinge sich ändern, wenn Kulturen sich ändern, wenn Leute andere Dinge wollen? Warum klappt das nicht? Ich glaube, das passiert. Ich glaube, das ist aber tatsächlich in den Branchen total unterschiedlich. Also ich glaube, je höher der Druck in der Branche, und das sehen wir auch, umso flexibler und umso mehr Future of Work ist es eigentlich schon. Also wenn man sich anschaut, natürlich ist die Digitalbranche, die, glaube ich, schon sehr viel länger um die Entwickler kämpft, ganz anders aufgestellt als tatsächlich, wenn man mal guckt, wer schneidet bei uns nicht so gut ab, dann ist es die Textilbranche, der Druck, auch das Handwerk als eben eher traditionelle Branchen. Aber ich glaube, es gibt schon viele, die sich auch schon ändern und anpassen. Und bei manchen geht es schneller und bei manchen leider nicht ganz so schnell. Unser Thema ist ja New Work, also neues Arbeiten. Braucht es dafür eine neue Mentalität? Und wenn ja, gibt es die? Ich glaube, unser Job ist jetzt in der Politik, deutlich zu machen, dass wir die Leute nicht vor einem Wandel beschützen können. Das kann keiner. Aber dass es schon eine Verantwortung gibt, so etwas wie Chancen und Schutz in Zeiten des Wandels auch in neuen Formen zu organisieren. Das ist, wie ich finde, ein ganz gutes Motto. Wenn jetzt die Zeiten sich ändern, was müsste Politik da tun? Oder sollte Politik nichts tun? Viele jüngeren Leute sagen, Politik soll sich immer raushalten. Diese Tage sind ja sehr viele so libertär. Also ich glaube, ich darf mir was wünschen. Ja, wir haben ja Politik da. Okay.
Also ich glaube, tatsächlich würde ich mir zwei Sachen wünschen. Ich würde mir genau wünschen, dass es eben mehr Flexibilität und Flexibilisierung gibt für die Mitarbeiter. Aber was könnte Politik tun? Da kann man sich zum Beispiel ein bisschen mehr raushalten vielleicht. Würde ich gern. Und ich bin auch der Meinung, dass in diesem Wandel die Situation in den Unternehmen, in den Regionen, in den einzelnen Berufsfeldern so unterschiedlich ist, dass es tatsächlich gut ist, dass wir nicht versuchen, alles per Gesetz zu regeln. Aber es braucht schon irgendwie sowas wie Aushandlungsprozesse. Denn was nicht verschwinden wird im Wandel, ist, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Und die sind nicht immer deckungsgleich zwischen Beschäftigten, Unternehmen. Es gibt neue Formen auch von Arbeit, die da sind. Also ich würde alles tun, den Rahmen so zu setzen, dass wir wieder mehr solche Prozesse hinbekommen. Weil wenn das nicht passiert, wird der Ruf nach dem Staat, wenn mal was schief geht, riesig groß sein, Dinge zu regulieren. Dann regulieren wir manchmal das Falsche kaputt oder verpassen das Richtige. Das ist nicht ausgeschlossen. Wenn der Staat immer doch seine helfende, schützende, regelartige Hand dazwischen hat, immer Regeln hat, heißt das, dass sozusagen egal, was für neue Ideen kommen, egal, was für neue Kulturen sind, der Staat ist immer dabei und macht die Regeln? Nee, wir haben doch in dieser Entwicklung mutmaßlich beides. Ganz tolle neue Formen von, wie sagt man neudeutsch, agiler Arbeit, freiheitlicher, humaner Arbeit, selbstbestimmte Arbeit. Aber wir können auch nicht die Augen davor verschließen, dass in diesem Prozess auch das Gegenteil passieren kann. Und ich mache das jetzt an einem konkreten Beispiel, weil die Wahrheit ist konkret. Ich habe im letzten Jahr, haben mich Fahrradkuriere aus Köln angerufen. Und es geht um Essensbringdienste. Man sieht Peter Altmaier und mir an, dass wir die manchmal in Anspruch nehmen. Die sind auf eine ganz verrückte Idee gekommen. Die haben nämlich versucht, einen Betriebsrat zu gründen, um ihre Interessen zu vertreten und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Was passierte dann? Die sind rausgeflogen. Die waren nämlich alle sachgrundlos beschäftigt. Und dafür sind sogenannte Freelancer, man könnte auch sagen Scheinselbstständige, eingestellt worden. Das ist wahrscheinlich nach heutiger Rechtslage illegal. Jetzt kommt aber der Clou. Wir haben diesen Fall überprüft und haben festgestellt, ob die Frage, ob die das Recht haben, eine Interessenvertretung, einen Betriebsrat zu gründen, war auch offen, weil der Betriebsrat braucht einen festen physischen Ort nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Aber Fahrrad? Nee, das ist nicht das Fahrrad der feste Ort, sondern der Algorithmus als Arbeitgeber. Ist der Algorithmus sozusagen ein Betriebsort? Ist so eine Frage. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, dass wir unser Arbeits- und Sozialrecht erneuern müssen. Nunu ist eine Plattform, Sie haben bestimmt auch einen Algorithmus. Ist das bei Ihnen ein Ort oder wo ist der? Haben Sie einen Betriebsrat? Also erzählen Sie mir was von Ihrer Firma. Also wir haben keinen Betriebsrat, wir haben aber vielleicht auch das, wir sind eine Tochterfirma von Xing, wir haben ein Employee Committee, die sind genauso gewählt, es gibt eine Vereinbarung mit dem Vorstand, also wir haben quasi unsere eigene Form davon, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Was soll ich noch erzählen? Ja, wir haben natürlich einen Algorithmus, zum Beispiel all die Bewertungen, die bei uns eingehen, die 50.000, die wir so jede Woche bekommen, laufen natürlich auch erstmal durch einen Algorithmus und werden geprüft. Wir haben aber auch verschiedene Standorte in Wien, in Berlin, in Boston und 12 Hunde. Was ich noch? 12 Hunde auf 100 Mitarbeiter. Ja. Aber trotzdem, wenn die Frage ist, eine politische Frage, ist ein Algorithmus ein Ort? Sie arbeiten ja mit sowas sehr viel. Ist das für Sie ein Ort oder ist es kein Ort? Aus meiner Sicht ist es da, wo unsere Engineers sitzen, die an dem Algorithmus schrauben. Wir brauchen ja irgendwelche neuen Regeln für diese neuen Arbeitswelten, was vorher das Problem nicht gab. Die Frage ist, die große dahinter ist, können wir in den alten Kategorien von Arbeits- und Sozialrecht ein Stück behutsam modernisieren oder müssen wir uns was Neues ausdenken? Ich kann auch die andere Seite erzählen. Wir haben sehr, sehr viele gute Freelancer, sei es im Grafikdesign, sei es als Entwickler. Die würden wir sehr, sehr gerne anstellen, aber die möchten sich ja heute gar nicht mehr anstellen lassen, weil das ja für die viel cooler ist, mal eine Woche bei Kununu und mal eine Woche woanders. Ist das, was ich gesagt habe? Es gibt sozusagen die Sehnsucht nach agilem Arbeiten. Das ist auch oft selbstständig und das ist auch eine schöne Sache. Es gibt auf der anderen Seite, wie gesagt, diese prekären Formen. Wir haben halt beides, wenn man so will. Die Entwicklung ist da janusköpfig und deshalb darf man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn es so etwas wie neue Arbeit gibt, New Work, braucht es neue Mentalität, gibt es sowas eigentlich auch im Bundesarbeitsministerium? Ja, sind Sie echt? Ist lustig, ne? Glaubt keiner, aber ist so. Nee, in vielerlei Hinsicht. Also wir haben das. Aber ihr habt doch nur Beamte da. Nee, stimmt auch nicht. Auch Beamte, ja, aber nicht nur. Und es gibt oder gab auch schon vor meiner Amtszeit, vor über einem Jahr, zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, die klassische Formen von Präsenzkultur durchbrochen haben. Weil wir gesagt haben, wir können ja nicht Dinge in der Gesellschaft propagieren, die wir nicht mal selbst ausprobieren. Mhm. Das ist der Grund, warum ich vor einem Jahr gesagt habe, wir brauchen neben diesen klassischen Abteilungen, die wir auch haben, sowas wie eine Mischung aus Think Tank und Lab, würde man neudeutsch sagen. Bei uns heißt das Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft. Da holen wir bewusst auch Leute von außen rein. Wir haben auch zum Beispiel einen internationalen KI-Dialog. Was macht das mit Arbeit?
mit Universitäten in den USA. Das ist eine ganz spannende und, wie würde man neudeutsch sagen, in der Wirtschaft agile Arbeitseinheit, die für uns ein bisschen ausprobieren soll, die Trends setzen muss, Trends antizipieren soll, um dann, wie gesagt, auch im Arbeitsmodus, den wir haben, die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Sie sind auch überraschend gut bewertet. Echt? Ja, auch das Bundesarbeitsministerium. Jetzt meine Frage, wie sind wir denn so als Arbeitgeber? Ich glaube 4,3 ganz gut und wirklich auch gute Bewertung. Was heißt 4,3? Auch von der 5er-Skala, bei uns ist der Durchschnitt 3,4 auf der Plattform. Also insofern, jetzt nicht herzlichen nur stolz. Glückwunsch. Dankeschön, aber ich bin nicht nur stolz, es ist wichtig, weil auch wir brauchen gute Fachkräfte und müssen attraktive Arbeitgeber sein. Der öffentliche Dienst galt ja früher immer so als eher ein bisschen lahm, eher ein bisschen so, ja, ein bisschen muffig. Ist da was komplett anderes? Der öffentliche Dienst ist auf einmal ganz weit vorne, so ist das Formel 1 richtig so, segelt der hart am Wind, verstehe ich es jetzt richtig? Da bin gibt's auch so. Also ich glaube tatsächlich, als Ministerium eine Ausnahme, wenn man sich mal das Branchenranking anschaut, ist der öffentliche Sektor da eher so im Mittelfeld. Also da steht tatsächlich ganz vorne die Personalwirtschaft, gefolgt von Beratung und dann den IT-Branchen. Aber, und das ist ja auch ein bisschen ein Thema von heute, wenn man sich hier nochmal anschaut, das nach den Kriterien, dann ist tatsächlich der öffentliche Sektor Platz 1 bei Gleichberechtigung. Also da gibt es keine Branche, die so weit vorne ist, der Mitarbeitermeinung nach, wie der öffentliche Sektor. Ist zwischen den Ministerien, wenn wir ehrlich sind, auch hoch unterschiedlich. Ich muss nochmal mit Horst Seehofer springen. Aber was macht er denn so anders? Was kann man denn, ist es denn so, von Hubertus Heil lernen heißt Siegen lernen? Ist das so die neue Losung? Also wenn man mal schaut, was schreiben die Mitarbeiter da so, dann ist genau das tatsächlich Flexibilität ein Stichwort, aber ich glaube auch sehr kollegiales Zusammenarbeiten und... Das ist ein Homerun jetzt für Sie, du, Herr Minister. Also, ehrlich gesagt, unser häufigster Titel ist, glaube ich, der Fisch stinkt vom Kopf. Insofern machen Sie da vielleicht was richtig. Darf man bei Ihnen Hunde mitbringen? Ich habe eine Kollegin, die hat tatsächlich sogar in der Leitungsfunktion einen Hund. Und als sie das war bei meiner Amtsvorgängerin, war die schon im Amt, den mitgebracht hat, gab es eine große Schlagzeile in einer großen deutschen Tageszeitung. Sie sind im Bilde, welche ich meinen könnte, ob die das darf und ob die ist in der Leitungsfunktion und hat auch ein Dienstauto, ob der Hund im Auto mitfahren darf. Das ist kein Staatsdiener, der Hund, ja. Ja, aber dann hat das Recht uns geholfen oder meiner Kollegin jedenfalls, die den Hund so gerne mag, weil... Hunde und Tiere sind ja keine Sachen, aber werden juristisch wie Sachen behandelt. Und dann war, glaube ich, die rechtliche Konstruktion, die könnte auch ein Paket transportieren, deshalb darf der Hund mitfahren. Aber ich habe mich auch gewundert. Liegt das an Ihrem Ministerium? Ist da keiner Wunder, dass da Hunde rumlaufen? Dass da, seid ihr so locker? Es sind nicht so viele, es ist einer, ehrlich gesagt, soweit ich weiß. Ein bisschen wenig auf 1200 Mitarbeiter eigentlich. Wir haben aber mehr Kinder dafür, weil wir einen Betriebskindergarten haben. Das finde ich ehrlich gesagt auch noch wichtiger als Hunde. Aber es ist meine persönliche Einstellung. Aber auf der, aber auf der Skala ist das nicht so hip. Sie wissen das. Das ist erst Platz 15 war das, ne? Kann man das irgendwie erklären? Also ich glaube tatsächlich, wenn man wieder schaut, was ist denn Top 1 und 2, dann ist es flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Also ich glaube, das sind ja schon auch Dinge, die da reinspielen. Kann ich eigentlich meinen Job mit einer Familie vereinbaren? Also ich glaube, das heißt nicht, dass Hunde wichtiger sind als Kinder, diese Daten. Aber ich glaube, für Kinder gibt es schon mehr Lösungen als für Hunde. Dank dem Staat irgendwie auch vielleicht andere Möglichkeiten, als dass das direkt immer der Arbeitgeber machen muss. Hilft Digitalisierung bei Gleichstellung? Geht es Frauen jetzt besser? Frauen werden auf der einen Seite betroffen sein. Andererseits die ganzen vielen neuen Jobs wird es natürlich viel im Gesundheits-, im Pflegebereich geben, wo wir auch wiederum Chancen für Frauen haben. Wo sehe ich tatsächlich eine Riesenchance für Frauen, aber wo... gibt es echt noch viel zu tun. Ich meine, ganz, ganz viele dieser Jobs werden ja im IT-Sektor entstehen. Und ich glaube, da ist Deutschland im Moment mit irgendwie 16% Frauen bei den Engineers auf Platz 20. Also da müssen wir sicherlich noch was dran tun, dass wir es auch schaffen, da mehr Frauen in diesen Jobs zu haben, sodass es dann auch für Sie da viele neue Chancen durch diese Digitalisierung gibt. Das erste ist die Frage, wie Sie zu Recht gesagt haben, in welchem Sektor arbeiten heute überwiegend Männer und Frauen und wie sind Sie von der Arbeitsmarktentwicklung in diesem digitalen Umbruch betroffen? Und da kommt zum einen der Bereich der Automatisierung. Es ist tatsächlich so, wenn wir an KI denken, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo menschliche Arbeit tatsächlich ersetzt werden kann, wo wir dann im Zweifelsfall über Umschulungsnotwendigkeiten reden müssen, damit Männer und Frauen den Anschluss nicht verlieren. In anderen Bereichen verändern sich Berufsbilder, es entstehen neue Jobs bei industriebezogenen Dienstleistungen. Und wir haben den dritten Bereich von sozialen Dienstleistungen, von Menschen für Menschen, der gerade boomt. Gesundheit, Pflege, Bildung, wo wir schon Fachkräftemangel haben. Aber es gibt eine Hoffnung, die wir haben.
Ich glaube gemeinschaftlich, aber die kommt nicht von alleine. Dass in diesen neuen Formen sich die Hierarchien und die Arbeitskulturen in Unternehmen verändern können. Und das ist durchaus eine Chance auch zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Ich habe eine Tochter, die ist 4 und ich hoffe, die muss nicht erwachsen sein, bis wir da ein Stück vorangekommen sind. Was für Kulturen braucht es denn? Ich glaube tatsächlich, ein wesentlicher Schritt, damit wir da gleicher werden, ist Transparenz. Es ist aber auch eben so genau, weil ich halt gar nicht weiß, Mensch, wie viel könnte ich denn hier raushandeln oder was verdienen denn auch meine Kollegen? Also ich glaube, das ist überhaupt eine Sache. Okay, Transparenz ist ein Ding, aber trotzdem, es gibt ja verschiedene Arten, wie man Firmen, wie man Unternehmungen organisieren kann, in verschiedenen Kulturen, also eher teamorientiert oder gleichen mehr. Was glauben Sie, wird Digitalisierung uns bringen? Wird es sozusagen diese alte patriarchalische Geschichte, wird das wieder eine Renaissance kriegen? Wie wir wissen, wie Steve Jobs, Gott hab ihn selig, war ein extremer Top-Down-Patriarch. Viele finden ihn super. Bringt uns Digitalisierung sowas oder geht es in eine ganz andere Richtung? Also ich glaube, und das sieht man ja auch schon, ich glaube, es geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Also ich glaube auch, wenn man einmal schaut, wo wollen denn die Menschen eigentlich, in was für Strukturen wollen sie arbeiten? Und gerade wenn wir über die neue Arbeitswelt reden, dann geht es ja sehr viel mehr selbstorganisiert, agil, flexibler, Teams arbeiten, in Squads organisiert, zusammen in Squads. Man ist quasi um ein Projekt organisiert und es gibt halt nicht mehr die Marketingabteilung und die HR-Abteilung und die hat dann genau noch einen Head of HR und der berichtet dann an die Geschäftsführung, sondern man organisiert sich eben eher projektbezogen oder thematisch. Wie verbreitet ist das schon? Also wenn wir jetzt nach Tel Aviv fahren würden, würde das wahrscheinlich die Hälfte der Unternehmen so machen. Ich denke mal, wenn wir jetzt vielleicht hier so im guten deutschen Mittelstand unterwegs sind, gibt es ein paar, die sich das mal auf ihrer Startup-Safari in Berlin angeschaut haben, aber wahrscheinlich noch brauchen, bis es dann auch dort ist. Wie ist im Arbeitsministerium? Machen Sie auch in Squads? Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber natürlich, das, was ich vorhin beschrieben habe, versuchen wir zum Beispiel in dieser Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft auch in anderen Arbeitsformen zu arbeiten. Also eher nicht so versäult, sondern tatsächlich themenübergreifend, auch mit anderen Hierarchieformen. Aber da auch experimentieren wir noch. Frau Müller, es gibt so flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Hilfe bei der Kinderbetreuung. Heute wird ja viel geboten, um Berufe attraktiver zu machen, dass man mit der Familie vereinbaren kann. Was wird eigentlich zugegriffen von den ganzen Sachen? Was ist da am meisten gefragt? Also ich glaube, wenn man sieht, ist sicherlich auch was ja immens nachgefragt wird, natürlich das ganze Thema Elterngeld. Aber wenn wir darüber reden und über Gleichberechtigung, dann sehen wir, glaube ich, immer 3 von 4 Vätern nehmen noch immer die 2 Monate, die sie on top nehmen dürfen. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Thema. Ja, die Sachen werden genutzt, aber werden sie immer so genutzt, dass wir dann auch wirklich zu einer Gleichberechtigung kommen? Das hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr passiert, dass wir das noch, da zumindest noch einen Fortschritt erleben, solange wir alle leben. Das hängt auch nochmal, der wesentliche Grund für das Gender Pay Gap ist die unterschiedliche Verteilung auf Berufsbilder. Es geht darum, die Klischees zu durchbrechen. Und dafür gibt es eine Initiative, auch in der Bundesregierung unter Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten, ist die Bildungsministerin dabei, die Familien- und Frauenministerin und ich. Die heißt Klischeefrei. Und da wollen wir mit der Wirtschaft wirklich dafür sorgen, dass wir bestimmte Stereotypen durchbrechen. Ich glaube aber auch, also ja, ich glaube, es ist nach wie vor auch noch ein Transparenzthema, weil ich meine, selbst um alles bereinigt, ist ja der Gender Pay Gap noch 6%. Also das ist dann zum Glück nicht mehr 21, aber so selbst wenn alles andere gleich ist, ist es eben noch nicht gleich bei dem, was dann am Konto ankommt. Also es gibt auch ganz handfeste Diskriminierungsformen informeller Natur. Es gibt gläserne Decken im Aufstieg und Ähnliches. Die gibt es auch noch. Und da muss dann manchmal tatsächlich auch Druck hinter, damit es schneller geht. Die Politik müsste ja eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Wäre so ein Vorschlag wie aus Brandenburg, dass auf der Wahlliste 50% Männer, 50% Frauen sind, wäre das was, um die Gesellschaft voranzubringen, weil Ihr Politiker mit gutem Beispiel vorangeht? Wenn es sozusagen sich nicht bewegt, dann muss man sowas machen. Ich habe das früher auch nicht gedacht und ich kann das auch juristisch nicht zu Ende beurteilen, muss ich ganz offen sagen. Ist das verfassungskonform? Ich bin kein Jurist, ich habe nur eine geheiratet, die musste ich mal fragen, die weiß das vielleicht besser. Sind Sie nie mit Ihrer Frau? Doch, aber über alles Mögliche. Die Hans-Böckler-Stiftung hat gerade eine Studie rausgebracht, dass wenn Leute Homeoffice haben, Frauen länger im Job arbeiten und noch mehr zu Hause arbeiten. Was läuft da falsch bei Homeoffice? Geht ja in die falsche Richtung, das heißt, Frauen tun dann noch mehr. Homeoffice heißt nicht immer, dass alles feiner ist. Manchmal schon, für die Vereinbarkeit von Kindererziehung kann das helfen. Aber es kann auch sein, dass es zur Entgrenzung der Arbeit führt, dass bestimmte Dinge, geht hin bis zur Erfassung von Arbeitszeit, Selbstausbeutungsphänomenen, die es auch gibt in dieser Entwicklung, stattfinden. Und da kommt das, was ich vorhin beschrieben habe. Wir brauchen dafür Aushandlungsprozesse. Das nennt man Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge. In einzelnen Bereichen gibt es das sehr vorbildhaft. Und wenn wir auf dem Weg weitergehen
Und ich will im Herbst dazu ein Gesetz vorlegen für mobiles Arbeiten, dass das Recht tatsächlich ermöglicht, wie gesagt, da, wo es möglich ist. Und dann brauchen wir diese Aushandlungsprozesse, damit das nicht nach dem Motto gut gemeint ins soziale Gegenteil umschlägt. Ich muss sagen, ich freue mich über das Ergebnis. Tatsächlich nicht für die Frauen, die dort jeden Tag eine Stunde länger arbeiten oder jede Woche eine Stunde mehr, was glaube ich. Aber am Ende des Tages gibt es sehr viele Arbeitgeber, die ja diesen Vorbehalt haben. Ich ermögliche es nicht, weil dann arbeiten die ja gar nicht. Das ist eben nicht so. Wenn vielleicht auch im Endresult nicht das, was wir gerne hätten. Aber es gibt ja dieses andere Vorurteil zu sagen, Mensch, da wird eigentlich nichts gemacht, dass es genau andersrum ist. Da probieren wir übrigens bei uns im Arbeitsministerium ein paar Dinge aus. Also wir haben so starre Dinge aufgelöst über Betriebsvereinbarungen zwischen Personalrat und Ministerium. Das ist jetzt erst letztes Jahr angelaufen, deshalb habe ich da jetzt noch keine begleitenden Gesamtergebnisse. Aber vor ein paar Jahren hätte ich mir das noch nicht vorstellen können. Das klappt doch offensichtlich auch im Alltag trotzdem unglaublich effektiv aus Arbeitgebersicht. Und für viele Leute ist das gewollt. Und diese Freiheit zu schaffen, finde ich, gehört auch zu einer modernen Gesellschaft. Machen Sie auch Homeoffice? Nee, ich kenne das auch. Aber die Wahrheit ist, ich bin nicht die Hauptzielgruppe für Homeoffice. Was würden Sie machen, damit Männer einfach mehr Homeoffice machen? Also, dass das nicht eine weibliche Geschichte ist und dass zum Beispiel auch Care-Arbeit besser verteilt wird. Ich glaube, das ist ein ganz essentiell wichtiger Punkt. Da kann man durchaus als Staat Anreize setzen. Mit der Elternzeit haben wir beispielsweise für partnerschaftliche Lösungen einen Anreiz. Man muss darüber diskutieren, ob das weit genug ist. Das würde ich noch hinzufügen wollen, weil wir nicht nur über Homeoffice reden sollten, sondern auch über die Lebensphasen, in denen man mehr zu Hause ist und dann wieder später weniger. Das Gesetz wird mobiles Arbeiten stärker ermöglichen. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja heute schon so, dass man den Wunsch äußern kann. Ich finde aber, der sollte ordentlich erörtert werden können zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Und dann ist die Frage, wer muss eigentlich nachweisen, dass das geht? Das Unternehmen oder der Beschäftigte an dieser Stelle? Und über sowas werden wir im Gesamtzusammenhang zu reden haben. In welchen Branchen fehlen denn die meisten Arbeitskräfte? Wir haben, ich sage es mal so, generell in Deutschland noch nicht in allen Regionen und in allen Branchen eine Fachkräfteklemme, aber in sehr vielen. Wir haben in einzelnen Regionen richtig Fachkräfte-Nachwuchsprobleme im deutschen Handwerk. Wir haben in MINT-Berufen nach wie vor Probleme und natürlich in klassischen, mit Digital Skills heißt es neudeutsch, Berufen auch schon. Nehmen wir mal speziell den Bereich der Altenpflege, wo es besonders akut ist. Dass wir da Fachkräftemangel haben, hat natürlich damit zu tun, dass wir mehr Nachfrage haben in der älter werdenden Gesellschaft, aber auch vor allen Dingen mit schlechten Lohn- und Arbeitsbedingungen. Es wird einfach zu schlecht bezahlt. Aber bei Arbeitsbedingungen kann in der Digitalisierung der Pflege beispielsweise auch eine Chance stecken. Viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger klagen darüber, dass ihre Arbeit ziemlich verdichtet ist, dass sie unglaublich große Dokumentationspflichten haben, die im Moment händisch gemacht werden. Und auch in diesem Bereich kann Digitalisierung ergänzend helfen. Aber wichtiger ist, wenn Sie mich fragen, was wir hinbekommen sollten, erstmal einen ordentlichen Tarifvertrag mit besseren Löhnen an dieser Stelle. Sonst kriegen wir die Leute nicht mehr. Traumberuf aller Jungs, die etwas älter sind, ist YouTuber zu werden und furchtbar viel Reichtum anzuhäufen. Jetzt hat Ihre Bundesregierung einen Gesetzentwurf da in die Wege geleitet, den Upload-Filter im Volksmund auch genannt, entsprechend zu verabschieden. Sie stimmen dafür, obwohl Sie selber in der SPD dagegen waren, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Als Arbeitsminister eine Vollkatastrophe, weil ich meine, das ist doch ein Traumberuf für viele. Warum regeln Sie dann die Zukunft der Arbeit so restriktiv? Ich weiß, es gibt eine Riesenaufwallung, 5 Millionen, glaube ich, eine Petition unterschrieben haben. Aber als Nicht-Experte in diesem Bereich würde ich mal vorsichtig sein, über Schwarz und Weiß zu reden. Mich nervt an dieser Debatte sozusagen die Radikalität, mit der Extrempositionen vertreten werden. Ich glaube, das ist unangebracht. Und um Ihre Frage zu beantworten, die Zukunft der Arbeit wird es nicht zerstören. Ich habe auch den Begriff Influencer erst kennenlernen müssen. Ich habe früher gedacht, Influencer ist was anderes, aber das ist ein scheiß Wortwitz, entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, dass es viele YouTuber gibt, ich werde das aber nicht für ein Massenphänomen in der Zukunft der Arbeit halten. Was tut Ihr Unternehmen dafür, dass Manipulation ausgeschlossen ist, also dass
Unternehmen über ihre Personalabteilung zum Beispiel sich besonders gut bewerten? Zum einen, eben da kommt wieder der Algorithmus von eben ins Spiel. Tatsächlich jede Bewertung, die bei uns eingeht, durchläuft erstmal einen technischen Filter, der wirklich auf Missbrauch, Mehrfachbewertung, merkwürdige IP-Adressen prüft, haben dann aber auch nochmal ein wirklich großes Team da sitzen, das jeden Tag ein paar tausend Bewertungen liest und prüft und entscheidet, kann ich das eigentlich online stellen oder nicht. Das ist mal das, was wir nach vorne raus tun. Und dann tun wir aber auch tatsächlich nochmal hintenrum einiges, weil uns natürlich jeder User, jedes Unternehmen auch Bewertungen melden kann. Und auch die werden dann wirklich alle nochmal kontrolliert. Ist das eigentlich Fake? Ist das Missbrauch? Sind das unwahre Tatsachenbehauptungen? Und merkt man das? Worum man das merkt. Ja, nur so beispielsweise, wenn da steht, also da steht Arbeitsministerium ist super. So, glauben Sie das dann erstmal oder nicht? Oder könnte ja Fake sein? Vertrauen haben. Also tatsächlich ist es sehr spannend. Ich glaube, die Unternehmen merken das natürlich sehr, sehr häufig und auch häufig nicht zu Recht, indem sie sagen, Mensch, das ist jetzt aber irgendwie eine unwahre Tatsachenbehauptung und das stimmt ja alles gar nicht und so ist es doch bei mir nicht. Da haben wir das Glück, dass es durch die freie Meinungsäußerung dann natürlich geschützt ist und wir da auch für jede Bewertung kämpfen. Aber ja, User melden sich auch bei uns und sagen, du, da kamen jetzt wirklich 5-5-Sterne-Bewertungen auf die Plattform. Wir haben die Hypothese, das hat bestimmt alles unsere Personalabteilung geschrieben und dann fordern wir da auch genauso Tätigkeitsnachweise ein und wenn die dann nie kommen, bleiben diese Bewertungen auch offline. Wir reden von flexiblen Arbeitszeiten, Flexibilität. Wir bleiben aber immer noch in diesem Rahmen 8 Stunden für einen Arbeitstag. Auf EU-Ebene, die EU-Richtlinie ist, glaube ich, auf einfach 48 oder 46 Stunden in der Woche, egal wie sie verteilt ist. Wäre das nicht ein Schritt in Deutschland, auch von diesen 8-Stunden-Tagen wegzukommen, um diese Flexibilität zu ermöglichen und trotzdem 100%ig Stellen eben zu behalten? Es ist im Herbst ein Thema, was mich sehr stark beschäftigen wird, weil der Koalitionsvertrag da vorsieht, dass wir in Experimentierräumen auch Dinge mal ausprobieren. Die Gewerkschaften beispielsweise argumentieren, dass heute schon viel, viel mehr möglich ist, auch vom Arbeitsrecht abzuweichen, vom 8-Stunden-Tag. Die andere Position der Arbeitgeber sagt, mit dem alten Recht können wir jetzt nicht mehr. Und deshalb werden wir bestimmte Sachen ausprobieren und danach eine Ableitung machen. Weil da geht es schon am Ende um ganz handfeste, auch unterschiedliche Interessen. Weil Arbeitszeiten zum Beispiel auch die Folge haben, wie viel Lohn man hat oder eben nicht an dieser Stelle und weil das auch Gegenstand von Tarifverhandlungen ist. Ich finde, dass wir da auch den klassischen Fall haben, das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich am besten lassen wir das Interessenvertreter oder Beschäftigtenvertreter und Unternehmen aushandeln in diesem Rechtsrahmen, den ich genannt habe. Aber dazu mehr vielleicht im Herbst, wenn wir uns der Sache dann zuwenden müssen. Applaus